Ganz herzlich willkommen, lieber Kurt. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren wunderschönen Teegespräch. Und ich freue mich, dass wir hier wieder gemeinsam in die Erfahrung gehen können. Der eine oder andere wird sich einen Tee vorbereitet haben. Und ich bin wieder gespannt, was sich zeigt. Die heutigen Themen hat der liebe Kurt vorbereitet. Und dann würde ich den Kurt bitten, die Themen auch zu nennen und dann schauen wir mal, was sich zeigt. Wunderbar. Dann habe ich die folgenden drei Themen im Vorschlag. Wie wir von allem etwas lernen können. So verschwinden alle Probleme aus ihrem Leben. Oder ohne ich ist alles ganz einfach. Sehr schön. Wie immer. Sind alle drei vorgeschlagenen Tee-Mischungen sehr, sehr schmackhaft und sehr lukrativ, aber wir legen uns ja auf eine fest und ich würde gerne die erste probieren. Wie wir von allem etwas lernen können. Ganz genau. Wollen wir uns die einschenken? Wunderbar. Dann Wunderbar. machen wir genau das. Dann nehmen wir den Tee, wie üblich, und dann lassen wir es uns schmecken, gehen in die Wahrnehmung, zum Wohlsein. Ja, und dann bin ich gespannt, was wir jetzt von diesem Tee auch lernen dürfen über alles, von dem wir etwas lernen können. Lieber Kurt. Ja, wenn wir achtsam sind, erkennen wir, dass wir tatsächlich von allem etwas lernen können. Von der Sonne können wir lernen zu strahlen und zu wärmen. Von den Wolken können wir lernen zu schweben. Vom Wind lernen wir beweglich zu sein. Und von den Bäumen können wir lernen, standhaft zu sein. Und von den Blumen lernen wir einfach nur zu sein. Und von den Steinen lernen wir das Bleiben, was wir sind. Von den Blättern können wir lernen, im Herbst das Loslassen. Und vom Regen lernen wir, uns zu verströmen. Von der Erde lernen wir, für andere da zu sein. Und vom Mond lernen wir, uns ständig zu verändern. Und von den Jahreszeiten lernen wir, dass das Leben immer wieder neu ist. Es geht noch weiter, aber erstmal du. Ja, ich finde es ganz wundervoll. So wie ein Bilderbuch, ein geistiges Bilderbuch, was ich jetzt so wahrgenommen habe. Da blättert man durch. Es ist wunderschön. Du hast auch immer über die Lehrer gesprochen, die jetzt nicht so angenehm auch sind. Der Schmerz, der Tod zum Beispiel. Die würde ich da auch noch gerne vielleicht mit befragen, die Lehrer oder die Angst vielleicht auch als Lehrer. Und wie würdest du das sehen? Also bei diesen wunderschönen Ausführungen, da kann, glaube ich, jeder mitgehen. Aber wenn jetzt unangenehme Lehrer auftreten, also für die Person unangenehme Lehrer, wie würdest du das sehen? Wie schaffe ich es da direkt auch da die Lektion zu erkennen? Und dann auch zu sehen, okay, die Umstände sind sehr schwer und schwierig. Und welche Perspektive hilft mir da, wenn jetzt Tod kommt, wenn jetzt jemand, der mir nahesteht als Person, wenn der jetzt stirbt, wie kriege ich da eine Perspektive, die auch lehrreich und lernreich dann für mich ganz, ganz persönlich wirken kann? Bei all den scheinbar unangenehmen Erfahrungen ist die erste Botschaft des Lebens,
Du bist gerade im Ego. Denn sonst wäre es nicht unangenehm. Für Bewusstsein ist das nicht unangenehm. Nehmen wir gleich den Tod, den du zuerst gen jetzt genannt hast, zuletzt. Als Ego verliere ich einen geliebten Menschen. Wir sind nicht mehr zusammen. Der Platz ist leer an meiner Seite. Das schmerzt mich. Als erwachtes Bewusstsein bin ich dankbar für die Zeit, die wir miteinander hatten, dass wir uns überhaupt begegnet sind und die Freude, dass der andere seine Schulzeit beendet hat und nach Hause darf und die noch größere Freude, ihn wiederzusehen, wenn ich auch nach Hause komme. Also nur Grund zur Freude. Entscheidend ist also, als wäre ich lebe. Und das Gleiche gilt für Angst und all die anderen Dinge, die du genannt hast, die unangenehm sind. Es kommt immer darauf an, als wäre ich das erlebe. Und das Leben fragt bei allen unangenehmen Erfahrungen, wer bist du gerade? Und dann kann ich mich entscheiden. Lebe ich in der Illusion, ein Mensch zu sein? Dann ist es unangenehm, bis schwierig, bis unerträglich vielleicht sogar. Bin ich aber der, der ich wirklich bin, also erwachendes Bewusstsein, dann erkenne ich das Geschenk in der Erfahrung. Und natürlich ist alles das für ein Bewusstsein eine faszinierende Erfahrung. Angst. Wovor könnte ein erwachendes Bewusstsein Angst haben? Es kann ihm ja nichts passieren hier. Es ist unkaputtbar, es ist unsterblich, es ist vollkommen. Also macht es eine faszinierende Erfahrung. Ah, also wenn ich in einer begrenzten Existenz bin, dann kann ich etwas befürchten. Ich kann vor etwas Angst haben. Und beim Tod genauso. Das ist dann eine faszinierende Erfahrung. Ich bin unendliches Sein, unsterblich, aber hier erlebe ich die Endlichkeit einer Existenz. Und der Tod ist also die Erfahrung des Endes dieser Existenz. Das kenne ich als Bewusstsein ja nicht. Und deswegen ist das eine faszinierende Erfahrung. Also entscheidend ist wie immer, als wer erfahre ich das? Und daran sollten wir denken bei allen scheinbar unangenehmen Erfahrungen, wer erfährt das gerade? Und dann erkenne ich, es ist immer das Ego, ich bin immer im Ich. Und die letzte Erhalterung ist, ich muss das Denken loslassen. Ich muss nicht versuchen, dem Verstand das Denken abzugewöhnen. Aber solange ich denke mit dem Verstand, bin ich natürlich im Ich und bin ich gefangen im Ich. Das heißt also, ich muss nicht versuchen, dem Verstand das Denken abzugewöhnen. Ich muss nur meine Identifikation mit dem Verstand lösen. Für mich ist der Verstand und der Körper meine beiden Freunde. Und die haben ihre eigene Meinung und der Verstand denkt und der Körper fühlt und ich bin. So. Und die Welt ist vollkommen in Ordnung. Und da ist das Entscheidende also, dass mich das Leben in Wirklichkeit nicht bestrafen will mit einer unangenehmen Erfahrung, sondern mir das Geschenk macht, mich aufmerksam zu machen, dass ich gerade in der Illusion bin. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Worte. Das ist sehr, sehr wertvoll, dann auch das Ganze als Erinnerung zu sehen oder als Hinweis. Also wenn es jetzt gerade wirklich super unangenehm ist, für wen ist denn das so unangenehm? Und dann die Perspektive mit dieser Frage dann auch wechseln zu können, dass man wieder auf die Geschichte draufschaut, was passiert da? Und dass in Wahrheit das Ganze weder unangenehm noch angenehm ist, sondern wenn es unangenehm oder super angenehm ist,
dann ist immer jemand da, der das auch entsprechend in dieser Geschichte so erlebt. Und die Lektion zum Lernen ist da auch entsprechend ganz groß, insbesondere wenn es unangenehm wird. Also ganz lieben Dank für die Ja, Ausführung. Ja. und dabei ist natürlich immer wieder interessant, was könnte denn für den, der ich wirklich bin, Bewusstsein unangenehm sein? Denken wir uns doch mal irgendeine Erfahrung aus. Es ist ganz gleich. Schmerz zum Beispiel, ja, ist für das Ego unter Umständen extrem unangenehm. Aber für Bewusstsein natürlich überhaupt nicht. Da ist das eine faszinierende Erfahrung, weil das kennt ja keinen Schmerz. Also es kann in seiner Welt keinen Schmerz erfahren. Es kann nur über die Begrenzung einer menschlichen Existenz diese Erfahrung machen. So ist Schmerz. Und wenn dann irgendein Kluger kommt und sagt, ja, aber wenn man gefoltert wird und so, da kann man ja nichts machen. Natürlich kann man da was machen, weil ich muss mir ja überlegen, wie kann ich überhaupt als Bewusstsein in eine Situation kommen, gefoltert zu werden? Das alles hat, was geschieht, was ich erlebe, hat ja eine Ursache. Und wenn ich diese Ursache nicht setze, kann das nicht passieren. Also frage ich mich, ziehe ich diese Erfahrung an? Aber wenn ich sie anziehe oder angezogen habe, dann habe ich mir etwas dabei gedacht und dann will ich diese Erfahrung machen und dann kann ich mich auch ganz darauf einlassen. Aber schauen wir mal, was wir noch lernen können. Also vom Wasser lernen wir zum Beispiel, Leben zu bringen, wo immer wir hinkommen. Und die Welt ein bisschen schöner zu machen, als wir sie vorfinden. Wasser gleicht die Unebenheiten des Geländes aus. Es ist gerecht. Seine Oberfläche ist glatt, aber es hat Tiefe. Es ist weise. Felsen, die ihm in seinem Lauf entgegenstehen, umfließt es einfach. Das zeigt, es ist verträglich. Es nimmt das Leben, wie es ist. Aber seine Kraft ist unermüdlich am Werk, das Hindernis zu beseitigen. Und letztlich beseitigt es jeden Fels, ja sogar jeden Berg und macht ihn zu Sand. Es ist also ausdauernd. Und auch das können wir lernen. Und wie viele Windungen es auch macht. Es verliert niemals sein Ziel aus den Augen, das Meer. Es ist zielbewusst. Und so oft es auch verunreinigt wird, es versteht sich immer wieder zu reinigen und zu erneuern. Und selbst eine so unscheinbare Sache wie eine Briefmarke hat eine Eigenschaft, die den meisten Menschen fehlt. Sie hält an einer Sache fest bis ans Ziel. Und seien wir dem Leben dankbar für die vielen Privatlehrer, die es uns schickt. Und erkennen wir die Lektion und lernen die Lektion. Und wenn sie unangenehm ist, braucht sie nicht wiederholt zu werden. Dann haben wir sie ja gelernt. Und vom Leben selbst lernen wir zu leben. Wundervoll. Und so kann man dann auch von diesem Tee lernen. Alles Weitere. Es ist ganz, ganz wertvoll. Und es braucht nur eine Veränderung der Perspektive. Wer schaut und mit welcher Intention schaue ich? Wenn ich lernen will, werde ich überall lernen und insbesondere auch von dir hier und jetzt. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Kurt, für diese weisen Worte. Ich freue mich sehr und ja, nehme auch gerne noch mal einen Schluck von diesem
wundervollen Lerntee. Ganz lieben Dank. Dankeschön.